Programm, wie du bald Gut. merken wirst. In der Stadtmitte ist ein Krankenhaus. Hab selbst mal dort gearbeitet. Vor diesen scheußlichen, unverantwortlichen Experimenten. Ah. Nur wenig mit eigenen Augen gesehen. Aber es gab viele Gerüchte. Jetzt ist es von einer gewaltigen Mauer umgeben voller lebendiger Erinnerungen an die dort verübten Gräuel. Hin- und Rückweg werden ganz bestimmt nicht einfach. Aber ohne besseren Defibrillator hältst du hier keine weitere Woche durch. Ich würde sagen, du hast keine andere Wahl. Alles klar, du Russe. Hört sich schon nach Zombies an. Befindet sich in der Stadtmitte. Du musst dort in den Keller das sagtest du schon. Dinge suchen, die mit dem Archenprojekt zu tun haben. Dort Archenprojekt. Zu finden sein. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Ja? Der einzige Weg in die Stadt führt durch die Kanäle außerhalb der Mauern. Viel Glück. Danke, Spaß. Geh jetzt los. Ja, meine Fresse. Schreie nicht so rum. Spaß dir. Totenstadt. Hört sich nach Hippie-Style, Gangster-Hip-Hop-Style an. Auf jeden Fall gut, erstmal speichern hier. Totenstadt und wir haben nur eine Pumpgun. Hervorragend, genau nach meinem Geschmack, würde ich sagen. Gehen da ab. War der gerade auch schon da? Ist raus, Junge. So. Die Richtung passt schon mal. Ja, und jetzt? Ist er da, wo auch die Mine war, oder wie? Irgendwie anders. Vams. Piep, 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 piep. So, scheinbar dann hier drunter, oder wie? Hä? Wie komme ich jetzt da hin? Ah, schau, muss ich da hochhüpfen. Beim Rückwärtsgang ist die Karre echt unerträglich, ja. Naja, hüpfen wir mal. Ja. Ist festgefahren hier, oder wie? Ja. Upp. Achso, ich sollte einfach, Naja, jetzt die Karre auf jeden Fall festgefahren scheinbar, ne? Alles klar, irgendwie doch noch rausgekommen aus der Kacke hier. Jetzt hier unten lang, denke ich mal. Den Sprung hätte ich jetzt scheinbar gar nicht gebraucht. Wie funktioniert denn das hier? Irgendwie kommen wir da nicht weiter. Funktioniert das hier? Irgendwo muss doch hier so ein Eingang sein. Ach, meine Fresse. Einfach aussteigen. Passt schon. Hm, schauen wir hier lang. Alles klar. So. Op. 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 Ja. Da-da. Ih, was ist das denn? Dead City Streets. Jawoll, ja. Ich glaube, da habe ich auch gerade genau die richtige Waffe im Petto. Hoffe ich mal. Hört sich schon mal gut an, oder? Was sagt ihr dazu? Dumm-di-dumm, dumm. Bäh, was bist du denn für einer? So viel zu Mutanten. Matsch. Ja, guck
komm her. Ich weiß, dass du nichts drauf hast. Schön. Kann der hier? Lass mal looten, ne? Ah, komm her, Schätzeken. Ding, 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 ding. Alles eine Sache der Geduld, würde ich sagen. Schön nah rankommen lassen und dann fetzt das schon. Was ging denn jetzt da ab? Egal. Das ist auf jeden Fall schon mal nett, dass wir hier Munition kriegen. Mehr bis minder. Scharfschutzmunition haben wir. Haben wir auch. Oh, wir haben sogar wieder MG-Munition. Da geht doch die Sonne auf. Das ist aber nicht die, die hier liegt. Die. Nee, schade. Aber ich glaube, die Schrotflinte ist gerade eh viel geiler für die Viecher hier. Ih, was ist das? Für ein Fettsack da. Sieht ja ordentlich Krieg aus, wenn er mich fragt. Nur leider ist diese Folge gleich zu Ende. Aber wen interessiert's? Wo? Egal, weiter. Kommt schon noch. Habe ich keine Bedenken, dass er nicht kommt. Wo? Ach da! Immer ist jetzt hier aber Mutant Bash TV für Blöde, oder nicht? Anstrengend. Speichern nicht vergessen. Allerdings haben wir jetzt ein bisschen Action, das ist schon mal ganz gut. Der hat mir jetzt aber ordentlich die Brille gestrichen, der Junge. Der aber auch. Ups, was ist denn jetzt da los? Das war ich jetzt aber nicht. Ein fieser Fettsack da. Oh, ich sollte mal ein paar Schritte zurückgehen und in Deckung gehen, weil der hat da irgendeine Waffe. Das ist schon mal gut. Was machen wir denn jetzt? Ich bin überfordert. Eine Fresse mehr. Mal kackendreist vorbeirennen, würde ich sagen. Hilft mir nur nicht viel. Was ist hier los? Mal gucken, was kann der Typ denn sein? Ja, versuchen wir den einfach mal ganz asozial niederzupumpen. Ja, komm. Beruhig dich, Fetti, ey. Oh, können wir den auch looten? Geht nicht. Schade. So, und damit beenden wir auch heute unsere Folge. Denn das war es erstmal. Wir haben jetzt eine Stunde wieder aufgenommen und das reicht auch erstmal. Ja, ich werde die Tage eventuell noch was aufnehmen. Bis dahin, see ya, Jungs.